Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, so, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge. Ja, Pupsis Urlaubsstress, die hat nämlich schon wieder eine Fahrt geplant nach Donauwörth. Oder wie das Muttertier sagt, Donauwörth. Wegen Englisch, aber was hat das mit Englisch zu tun? Nix. Ob es das wert ist, versteht ihr, wert? Ob es das wert ist, nach Donauwörth zu fahren, das seht ihr dann. Wir müssen jetzt erstmal das Auto einräumen. Haben hier lauter Gepäck dabei, Kinderwagen, Taschen, alles. Das ist noch nicht alles. Wie ihr seht, Jonas fehlt ja auch noch. Das Muttertier passt auf die Wohnung auf. Und ja, 3 Stunden Fahrt nach Donauwörth. So, es ist genau 12.02 Uhr, das Navi sagt 3 Stunden und 12 Minuten, Ankunft 15.15 Uhr. So, es ist jetzt 15.20 Uhr, 15.25 Uhr, irgendwas gleich, wir sind jetzt angekommen. Pupsi ist durchgefahren, komplett, über 3 Stunden, ohne Pause, ohne alles. Jetzt weiß ich auch, Donauwörth liegt zwischen Augsburg und München-Feucht. Ne? Ich habe so viele München-Feucht-Schilder gesehen die ganze Zeit. Und hier zeige ich mal, was hieß, Jonas hat die Socke aus. Guck dir das an. Was ist das denn? Käsefuß. Jonas, alles wird gut. Der hat jetzt auch die ganzen 3 Stunden während der Fahrt, hat er einfach geschlafen. Und das, weiß nicht was das ist die Unterkunft. Dieses Gebäude sieht so harmlos aus, aber man hat auf der Karte gerade gekannt, dass direkt gesehen, hinter dem Gebäude ist direkt die Donau. Und als ich gerade nach dem Parkplatz gefragt habe, stand da schon ein lustiger Mann. Und da stand eine da mit so einer Schwimmweste, halbnackt, und so ein anderer Typ halbnackt. Und die wollten wohl gerade Kanufahrt über die Donau machen. Wir packen jetzt aus, wir gehen da rein und dann zeigen wir euch, wie es weitergeht. Ja, hier am Eingang ist sogar eine Tafel. Das Danubio Donau Resorium, Haupteingang, alles. Da steht, wir sind wahrscheinlich hier in der zweiten Etage oder im zweiten Haus. Danubis Sandra, 4 Personen, 24. bis 28.06. Hier hast du noch 1 Person, 2 Personen, 2 Personen. So, ich möchte euch jetzt mal eine kleine Führung geben durch den Außenbereich. Das heißt, wir laufen jetzt mal hier durch diese Gasse. Ihr seht schon, alles hölzern. Hast du einen Gang, denkst du, wo kommst du jetzt denn hin? Dann kommst du hier in den Hinterbereich vom Big Brother Haus. Hier hast du so Kanus drin oder so ähnlich. Kannst auf jeden Fall direkt hier ins Wasser gehen, in die Donau. Hier hast du Schatten, hier kannst du dich niederlassen. Hast einen Tisch, hast ein paar Hängematten, kleine Hängematten, große Hängematten. Hast noch mehr Tische zum Raussetzen, wenn du abends mal zusammensitzen willst. Hier kannst du Jonas baden, das ist auch cool. Hier oben drin ist wohl eine Sauna, da gehen wir mal kurz die Treppe hoch. Ist reserviert, glaube ich. Morgen und übermorgen, bin jetzt eh nicht so der Saunatyp. Laufen jetzt aber mal hier hoch, denn da ist auch was, was mir direkt ins Auge gestochen ist. Also ich habe da Holz, ne? Wer Holz braucht, Holz anschüren. Ich habe keinen Plan von Sauna. Dann habt ihr hier hinten, habt ihr verschiedene Öle. Ist ja wichtig, brauchst du ja. Und hier hast du Alkohol, das ist wichtig. Hier ist nämlich, hier ist Bier, hier ist Schorle, hier ist Sekt. Kannst du dir alles nehmen. Da hast du Gläser, da hast du Erfrischungsgetränke, da kannst du hier rein. Und hier hast du dann deinen Ofen. Hier musst du anschüren irgendwas, dann wird das hier knüppelheiß. Marie war eben hier drin, hat gesagt, so warm ist das ja gar nicht. Wie das genau funktioniert, denn ich habe noch nie eine Sauna gesehen. Mit Kissen, mit was? Bett, mit allem drum und dran. Hinten noch eine Steckerleiste, ein Ventilator. Ich setze mich in die Sauna. Ich will schwitzen, ich will glühen. Und dann mache ich mir einen Ventilator an, damit es nicht so warm ist. Das finde ich irgendwie richtig cool. Aber ihr seht hier schon einen super genialen Ausblick. Das heißt, theoretisch kannst du dich da auch hinlegen und kannst einfach pennen. Das wäre auch möglich. So, seid ihr Saunafreunde, dann schreibt es mal rein. Jetzt gehen wir hier wieder raus. Zack. Habt hier nochmal den Blick über die Donau und hier an dem Ufer entlang. Und da steht auch nochmal Tische. Hier wegen Hochwasser hatten sie da schon Säcke hin. Kam nicht zum Einsatz. So, da musst du dann mal gucken, wenn du unten bist. Hier kannst du wahrscheinlich nicht direkt rein, weil es zu tief ist. Aber wenn du irgendwie da vorne ist, eine Brücke, kannst du drüber gehen. Kannst am Rand dann vielleicht schauen, ob du eine Stelle findest, wo du mal die Füße reinhängen kannst. Und ein Stück
für Stück rein. Dann hast du an dem Außenbereich hier auch nochmal Tische. Hier hast du Bray Wyatt mäßig solche Laternen für abends zum Anmachen, Liegestühle, kannst dich sonnen, eine Feuerschale, wenn du da Feuer machen willst, willst Marshmallows machen. Hier hast du nochmal Liegestühle, alles. Hast halt so verschiedene Plätze. Hier steht Naturkino und ich habe schon gesagt, es ist mega entspannt, wenn du hier sitzt und beobachtest, wie das Wasser vorbei fließt. Jetzt will ich mit euch aber mal hoch, mal kurz das Zimmer zeigen, das Zimmer auschecken. Wir sind nämlich irgendwo da oben, aber im zweiten Stock, das heißt, das sind Dachschrägen. Was ich noch vergessen habe, hier im Außenbereich ist außerdem noch so eine Tür. Ich stehe nochmal da, Dusche ganz Jahr, ne, for all guests. Machst du auf, guckst du rein, hast du hier eine Dusche, da ist ein Eimer Wasser oder was. Dann machst du den voll, dann stehst du hier in den Stein und dann kriegst du auf den Kopf. Das ist auf jeden Fall oldschool. Also, da musst du nackt sein. Was du sonst nackt hier machst, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. So, hier hast du normalerweise den Eingangsbereich und hier brauchst du keinen Schlüssel. Hier brauchst du einen Zahlencode, den wir gekriegt haben per Anreise. Dann kannst du rein, hast hier einen super genialen Holzgriff an der Tür dran. Hier hast du noch ein paar Roller, die könnten die Kinder dann nehmen. Hier ist ein Schlüssel, da kommst du irgendwie in die Garage nebenbei, hieß es. Wurde dir dann auch noch deinen Kinderwagen unterstellen kannst. Da stehen Fahrräder drin, alles. Hier wäre wie eine Art Kiosk, Selbstbedienung. Hier hast du nämlich auch wieder ein Schränkchen mit Getränken. Da sind auch verschiedene Biere drin. Hier sind verschiedene Weine, Sekt, Limo. Das kannst du dir alles nehmen. Musst du halt dann an deiner Bestellkarte eintragen, was du so getrunken hast. Hast du halt hier so, guck mal hier, Hefe, Weizen, alkoholfrei. Ja, das müssen wir wieder zurückstellen. Dann hast du hier noch andere Sachen, die du alle mitnehmen kannst, die du aufschreiben musst. Das ist nochmal Küchenrolle. Küchenrolle aus Biberholz, 20 Euro. Hier hast du noch Spiele, aber das ist dann eher wieder zum Ausleihen. Andere Spielsachen für Kinder zum Ausleihen, was du hier hinhängen kannst. Wenn du hier rüber gehst, hast du nochmal eine Küche, Küchenbereich, wo du auch nochmal hier irgendwie was, weiß ich nicht. Wir haben eine Küche auf dem Zimmer, vielleicht ist das auch fürs Personal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich hier schon wieder einen Kühlschrank gefunden mit ganz viel Bier. Und hier, das ist diesmal nicht alkoholfrei, Herzfelder Familienbrauerei, halt helles Vollbier oder hier Hanf-Biermix. Haben wir auch am Start, aber das hat noch nichts mit dem Zimmer zu tun. Fürs Zimmer müssen wir jetzt einmal hier die Treppe hoch. So, da sieht man von hier dann auch gleich. Hier sieht man erstmal nochmal Bier. Und zwar Donauwörther Kronenbier. Das sieht gut aus. Da unten steht das Auto auf dem Parkplatz direkt davor. Dann gehst du die nächste Treppe hoch. Und dann kommst du hier an unsere Tür von unserer Suite. Jetzt muss ich noch mal kurz nach dem Code gucken. Den müssen wir hier eingeben. So, dann wenn das funktioniert, musst du hier rumdrehen. Dann kannst du die Tür aufmachen. Dann kommst du rein, wirst erstmal begrüßt von so einem großen Schild. Willkommen im Danubis zwischen Donau, Danubio und Wolken. Nubes. So, daneben hast du hier deinen Küchenbereich. Da kannst du reinlaufen. Hast hier einen Esstisch, hast hier einen Babystuhl, hast hier nochmal eine Spielesammlung liegen, hinten auf dem Sofa. Brauchst du, glaube ich, gar nicht großartig. Hier hast du den Kühlschrank, kannst du alles reintun. Da steht aber schon Milch drin. Hier ist ein Gefrierfach. Da ist ein Eiswürfel. Crushed-Eis, Eiswürfel, irgendwas. Dann hast du kostenlos, kannst du glaube ich aber Kaffee und Tee trinken. Hier in der Box, da sind verschiedene Teesorten. Das finde ich gut, da werde ich demnächst einfach mal hier Tee trinken. Da unten sitzt Pupsi mit Sandra. Hier war vorhin, als wir kurz oben waren, eine Dame im Bikini, die hat hier Blumen gegossen. Also wenn ihr was, wenn ihr öfters mal am Fenster steht, dann habt ihr hier natürlich die Schränke, sind Gewürze drin. Ihr habt euren Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher. Alles dabei. Hier habt ihr die Spüle, das Spülbecken. Hier habt ihr nochmal Biergläser, Geschirr. Könnt ihr alles nehmen. Hier habt ihr nochmal eine Nische. Das sieht gefährlich aus. Da kenne ich Horrorfilme. Da kommen nachts immer die Leute raus und verprügeln euch. Da habt ihr nochmal was zum Saubermachen. Reinigungsmittel, alles, wenn ihr da irgendwas mal habt.
Ihr habt ein Ding, das könnt ihr anmachen. Das leuchtet dann hier. Hier könnt ihr sogar die Farbe verstellen. Guckt euch das an. Wenn ihr da abends Party machen wollt, verstellt ihr hier die Farbe. Das müssten wir aber abends vielleicht nochmal zeigen. Ansonsten hat Marie natürlich ihr eigenes Zimmer, damit ihr uns nicht nervt. So, haben wir so beschlossen. Haben wir hier einen Spiegel. Haben wir hier nichts. Haben hier schon Maries Zimmer. Jetzt guckt euch das mal an. Wie groß das schon mal ist. Du kommst hier rein und denkst, da schlafen wir und das ist Marie. Ist aber falsch. Das ist Maries imaginärer Freund. Und das ist Marie. Die hat so ein ganz großes Bett für sich allein. Noch einen schönen Nachtschrank hinten. Da noch ein Fernseher dabei. Hier, das sieht mega gruselig aus. Ich glaube, wenn die nachts aufwacht und sieht hier zwei große schwarze Augen, die sie angucken mit dem Mund, dann kriegt sie übelst Schiss. Aber der Blick aus dem Fenster ist wieder richtig genial. Du guckst hier, hier stehst du abends mit einem Getränk, rauchst noch eine, wenn du rauchst, ziehst dir einen Joint rein, wenn du kiffst oder trinkst ein Bier, wenn du halt Bier trinkst. Macht einfach, was Spaß macht im Urlaub. So. Das ist auf jeden Fall ein genialer Ausblick. Dann gehst du weiter hier, hast du im Flur links, hast du die Toilette mit Waschbecken, mit Waschmaschine, mit Toilette, wo du nicht stehen kannst. Hier hast du eine Kiste mit OBs drin. Also da ist wirklich an alles gedacht. Kiste mit OBs ist am Start. Hier, keine Ahnung, gehst du wieder raus. Dann hast du hier noch ein schönes Bild von einem Schwan. Hier hast du wieder so ein Licht. Und wenn du hier drauf drückst, geht das auch an. Und pass auf, es leuchtet wieder blau. Also wieder irgendwie richtig cool gemacht. Hier ist aber jetzt nochmal das zweite Bad, wieder mit Waschbecken, mit Spiegel, mit Badewanne und mit Dusche. Und die Dusche ist größer als unsere Dusche und du hast zusätzlich eine Badewanne. Und das Beste, dass das nicht alles im gleichen Raum ist wie das Klo. Da kann, wenn einer 3 Stunden in der Badewanne liegt, der andere trotzdem aufs Klo. Das wäre jetzt unser Raum. Also das Schlafzimmer. Hast du ja auch nochmal ein Tischchen in der Ecke stehen. Du hast hier ein super weiches Sofa, hat Marie gesagt, dass das mega weich ist. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert hier. Wie weich das ist, wunderbar. Dann kannst du hier rausgucken zu dem anderen Nachbarn, was der so macht. Der hat einen schönen Ofen stehen, der macht da bestimmt was. Hier hast du das Kinderbett, neben dem Ehebett hast du das Kinderbett. Auch mit dem Fernseher daneben. Dann Ehezeugs, was man da so macht. Dann hast du hier wieder, keine Ahnung, ist bestimmt Licht. Geht bestimmt an, oder? Oh, hier, das ist ja... Du hast hier einen Schalter, da machst du hier Licht an und dann hast du einen Schalter, da machst du das an, da kannst du abends Glühwürmchen spielen und kannst den hier, oder du spielst Doktor. Dann hier nochmal Enten, hier nochmal Decken. Hier könnt ihr euch wiegen, ganz altmodisch, richtig brutal. Vorm Bett habt ihr hier nochmal eine Hängematte, da könnt ihr euch auch reinhängen. Und auch hier Ausblick natürlich auf die Donau. Von hier kann man Maries Fenster, Maries Zimmer sehen. Hier hängt das Danubio-Säckchen und ja, stellst dich abends her mit einem Bierchen, guckst dein Leben an, wie es den Bach runtergeht. Das ist doch perfekt, oder? Aber wir wollen natürlich gucken, dass wir demnächst irgendwo eine Stelle finden. Es gibt auch irgendwie einen Baggersee noch, der kostenlos ist. Dann gibt es ein Freibad, was aber Eintritt kostet. Hast aber wieder Chlorwasser. Ihr merkt, ich bin immer noch erkältet, die Stimme ist immer noch kaputt. Ich habe mir Samyang mitgenommen, den möchte ich vielleicht noch machen. Wollen aber auch noch ein paar Restaurants abchecken. So, wie findet ihr die Unterkunft? Macht das Bock? Gefällt euch das? Welches Zimmer würdet ihr nehmen? Ne, natürlich hier. Hier die Wanne, Dusche, das sieht irgendwie am einladendsten aus hier. Perfekt. So, jetzt runter zum Rest. Die Sachen auch mal rausbringen, das ganze Gepäck, damit es wieder schön unordentlich aussieht. So, der Jonas steht in der Küche und der hat jetzt die Frau entdeckt. Guckt, die Frau, die da unten die Sachen abwischt, ne, die Tische und das Zeug. Von der habe ich vorhin geredet, die hat vorhin schon die Blumen gegossen. Da hat der Jonas auch was zu gucken. Ich glaube, das ist jetzt hier sein Lieblingsplatz. Ganzen Tag am Fenster und die Leute beobachten. Was ich jetzt übrigens auch noch entdeckt habe, bei Marie im Zimmer zumindest, hier ist so ein Klotz, so ein Baumklotz und hier ist eine Lampe drauf. Und den kannst du auch nehmen und frei bewegen und hier ist sogar noch eine Steckdose und sogar USB-Ports dabei. Und das hat sie auch hier links auf dem Nachtschrank. Auch hier Lampe.
USB, alles dabei. Hinten steht's auch nochmal. Oh, Pikachu, komm her. Mittlerweile haben es die Samyang auch in die Küche geschafft. Hier zweimal Rosé habe ich mitgenommen für den Urlaub. Der Kühlschrank ist befüllt, da hat Pupsi ein paar Sachen rein. Abends wollte ich mich ja sowieso raussetzen. Habe jetzt hier für den Hannes ein Münchner Helm mitgenommen. Für die Shania ein Budweiser. Und für den Rest hat die Sandra hier noch ein Level-Up mit Kaktus-Eis. Übrigens, Bierpower, das Naturin Bierpower-Shirt ist am Start. Und das Naturin Cappy ist sowieso am Start. So. Und wir wollen jetzt was essen gehen in der Hafenkneipe. Das klingt so, als würde man da zwar nur trinken, aber Pupsi sagt, da kann man was essen. In der Hafenkneipe. So, was das ist, weiß ich auch nicht. Das sind meine Botten. Und das, Jonas hat doch noch nie Schuhe angehabt. Das muss eine Attrappe sein. Ach so, na gut, dann hier, dann zieh sie halt an. Kein Problem, er hat gesagt, heute geht er mal mit Schuhen aus dem Haus. Jetzt laufe ich hier schon die ganze Zeit durch die Gegend und neben mir immer zu diesen roten Dinger. Und ich denke, was ist das denn? Sieht aus wie eine Bank. Bleibst du stehen, guckst du, es ist wirklich eine Bank. Und dann hier ist auch noch hier so hohl, ne? Also, das habe ich auch noch nicht erlebt. Da musst du extra nach Donauwörth fahren, damit du solche Hohlbänke bekommst. Gut, vergiss die Hohlbänke, ich habe was Besseres gefunden noch. Nicht das, da kannst du dich aber auch draufsetzen, sondern diese Knubbel, die hier überall rumstehen. Die sind nämlich genauso und die gibt es in Rot, die gibt es in Orange, die gibt es in Gelb, die gibt es nochmal. Hier steht alles voll. Zack, hier ist ja bestimmt Beton drunter, aber oben einfach so eine Kappe draufgesetzt. Wie beim Ramses, hier einfach so eine Kappe drauf, perfekt. So, und guckt euch das mal an, das sieht doch auch richtig genial aus, oder? Soll das ein Brunnen sein? Kommt da vielleicht sogar Wasser raus? Da ist noch Licht dran. Ich glaube, bei Nacht, wenn das an ist, ist das bestimmt richtig cool. Und wo steht das Ding? Natürlich hier beim Jobsender, also bei der Agentur für Arbeit. Da hast du das, da findest du das. Also da lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch. Guck mal, Jonas ist ganz alleine. Jonas ist ganz alleine. Da kommt eine Frau aus dem Gebüsch. Ja. Weil Jonas so alleine ist. Jonas! Die Frau nimmt ihn jetzt auch mit. So, wir sind angekommen. Hier ist die Hafenkneipe. Guck mal, wie heftig spektakulär das wieder in Szene gesetzt ist. Da müssen wir jetzt rein, weil Pupsi hat Hunger. So, wir sitzen jetzt hinten draußen. Wir haben gesagt, ob wir auch draußen sitzen können. Haben sie gesagt, empfehle ich nicht. Kommen Sie lieber rein wegen des Schnoggen. Ne? Ich habe gesagt, nee, wir wollen aber draußen sitzen. Hier hast du jetzt wieder einen schönen Ausblick auf die Donau. Wenn du dich rumdrehst, hier in diesem Garten hast du ja hier auch deine Tischchen. Sitzt du hier und ungelogen. In den 5 Minuten, wo ich jetzt hier gesessen habe, habe ich schon 10 Schnoggen erschlagen. Hier krabbelt's, da krabbelt's, dort krabbelt's. Aber das ist cool. Mich stört das nicht. Die 2 Mädels haben schon wieder gesagt, wir halten das nicht aus, wir müssen rein. Habe ich alles tot geprügelt und jetzt sitze ich hier, jetzt trauen die sich nicht mehr her. So kleine Minispiele für zwischendurch. Was mich zusätzlich noch positiv überrascht hat, in der Karte hier, da steht, pass auf, ich muss das mal hier rauswühlen, hier steht eine, wie ich sagen würde, Gors Maas, Gors, also G-O-A-S-S-Z Maas. Das ist das einzigste Maasgetränk auf der Karte. Die Gors Maas. Weil ich doof bin, kann ich es aber nicht aussprechen. Hab gesagt, ich möchte eine Gors Maas. Jetzt hat sie mir das hier gebracht. Ich denke, hä, Hannes, was ist das? Das ist doch hell. Die Gors, was weiß ich, mit dem Ziegenbock. Die ist doch dunkel. Und sie sagt, ja, du hast doch hier eine Russmaß bestellt. Was ist denn Russ? Jetzt ist Russ eigentlich natürlich wieder nur ein Radler. Jetzt hat die mir 1 Liter Radler gemacht, obwohl ich absolut kein Radlerfreund bin. Habe ich mir gleich noch eine Geuss-Maß hinterher bestellt. Denn dazu gesagt, so heißt das richtig. Geuss-Maß, nicht Gors. Also das kann man ja natürlich total verwechseln und ein Russ. Jetzt muss ich also den Russen trinken, 1 Liter, und dann die Geuss auch noch hinterher. Aber die ist wenigstens dann schön schwarz. Hoffe ich. Jetzt probiere ich mal, ob das schmeckt. Sie hat gesagt, es ist schön erfrischend, aber ich wollte die Geuss, die Geuss, die Geuss. Und wenn es gar keine Russmaß gibt in der Karte, wieso nicht? Das einzigste Maßgetränk, die Geuss. Aber es schmeckt. Es schmeckt, weil es kein normales Bier ist, mit Zitronenlimo. Es ist irgendwie so Hefeweizen oder was mit Zitronenlimo und das knallt übelst rein. Das schmeckt viel angenehmer als jedes Radler. Grüße an Crazy O.
So ein Radler würde ich auch trinken, wie man sieht. So, jetzt hat's aber geklappt. Hier ist die, wie heißt sie? Geusmaß. Willst du auch mal probieren, Sandra, von der Geusmaß? Sandra hat nämlich probiert von dem, vom Russ, die Russmaß, und hat gesagt, ja, die schmeckt richtig gut. Hättest du gar nicht gedacht, fand ich ja auch. Und was ich gar nicht kannte, Tüte Pommes, ja, für 5 Euro, auch in einem Krug, in einem Bierkrug, finde ich auch richtig gut angerichtet. Also habe ich so auch noch nicht gesehen. Die schmecken, sehen auf jeden Fall gut aus. Du wolltest nicht probieren? Ich kann das so jetzt nicht. Du kannst so nicht? Okay, soll ich es dir reinschütten? Probieren wir kurz die Pommes. Mmh. Richtig knusprig, richtig würzig. Nicht so kartoffelig innen drin, sondern richtig bäm. Also so stelle ich mir die vor. So dünn und richtig, die haben wir es. Oh, da muss ich gleich noch die Geus probieren. Und dann ist der Abend perfekt. Guck doch mal, wie knusprig die sind. Jonas, nicht. Weißt du, wie salzig die sind? Und wie würzig. Jonas, seine erste Pommes. Oh mein Gott. Und im Kindergarten wollen die dem jetzt schon immer hier Salzstangen andrehen. Jetzt ist er, er ist der salzige Typ. Das ist die Geus, jetzt mal probieren. Mit Kirschlikör abgerundet. Schmeckt richtig genial. Besser als selbstgemacht, wenn wir die gemacht haben. Hannes, nichts für ungut. So muss die sein, so musst du die probieren. Aber so kennst du die wahrscheinlich auch. Da siehst du noch den Kirschlikör hier oben. Das sieht total toll aus. Was ist denn das? Schnitzel. Ach so, du willst mir das in den Mund stecken, das weiß ich doch nicht. Oi, Panade. Richtig gut, oder? Ja. Ich glaube, hier muss ich heute noch mal her. So, hier seht ihr die junge Donau. Die sitzt da splitterfasernackt. Guckt ihr das an. So, das ist auf jeden Fall die Donau. Wir sind hier direkt auf einer Brücke. Wenn wir uns rumdrehen, seht ihr das noch mal. Die macht auch hier so. Die macht die Schere. Ihr seht die Spiegelung der Sonne auf dem Wasser. Richtig schöner Anblick. Wir wollen jetzt mal hier die Treppe runter mit Jonas, damit wir da am Ufer entlang laufen können. Mal gucken, ob wir das nach 2 Maß noch schaffen. So, hier sieht es aus, als hätte Naturin schon mal übernachtet. Wir sind jetzt die Treppe runter. Das ist immer noch die Donau. Da ist das Ufer. Hier seht ihr noch mal ein großes Bild vom alten Donauhafen. Das erkennt man jetzt richtig schlecht durch die Spiegelung, aber hier ist zum Beispiel ein Boot mit 2 Männchen drin. Wenn ihr ohne Kamera guckt, erkennt ihr das besser. Und hier steht es auch nochmal auf der Mauer drauf. Alter Donauhafen, alle einzelnen Schritte hier, Sanierung, Planung, Ausführung, Spezialtiefbau, Ausführung, Steinmetzarbeiten. Da vorne sieht man auch schon wieder einen Bagger. Und das ist die Donau. So, da wohnen die Ninja Turtles, ne? Da könnt ihr auch reingehen und drin schlafen, wenn ihr Naturin seid. Da ist es auf jeden Fall mega düster. Da ist gar kein Ende. Wie weit geht das rein? Ist da einfach dicht? Man weiß es nicht. Hier läuft die Plörre runter. Da könnt ihr euren Finger ranhalten. Dann entsteht da so wie so ein kleiner Wasserfall. Guckt euch das mal an. Bah. Ist auf jeden Fall alles schmierig und grün. Wenn ihr es so mit dem Finger macht, löst sich hier der ganze Schleim ab und dann riecht es komisch. Also macht da nicht mit dem Finger rum. Verdammt, jetzt kriege ich es nicht mehr ab. Plörre. Pupsi. Nix. Hier Donauwörth denkt mit. Nicht nur, dass das hier aussieht wie eine übelste Skatertreppe, wo du einfach hier deinen 450 runter machst. Nein, hier ist auch ein Pfandflaschen-Recycling-Apparillo. Blau, gelb, Pfandflasche rein, fertig. Gehst du vorbei, nächste nimmt's mit. Da ist an alle gedacht. Jetzt kommt die Sonne noch mal raus mit Bierpower. Die Donauwörther Eisenbahnanlage am Hafen. Und richtig genial, hier ist einfach eine Treppe. Und weil da eine Treppe ist, möchte ich jetzt mal die Donau in Jungfern und hier rein. Oh, ungefähr so. Und jetzt bin ich in der Donau. Guck dir das an. Ich in der Donau. Mariechen, was machst du denn? Das sind Steine, pass auf.
Beer Power in der Donau. Das ist richtig genial. Deswegen immer Gummilatschen an. Da kannst du überall hin. Du siehst hier, wo die Sonne drauf scheint. Da sind Steine. Hier am Rand ist es also nicht tief. Kannst du also hier rein, kannst dich hinsetzen, kannst du gleich Geburtstag feiern. Jetzt habe ich die Location gefunden für den Geburtstag. Das ist die Geburtstagslocation an der Donau. Komm vorbei, dann können wir in die Hafenkneipe Geusmaß vernichten. So, wir sind jetzt gerade zu Hause wieder angekommen in der Unterkunft. Und was ich euch noch zeigen wollte, der Mann hat ja heute gesagt, hier gibt es Bonbons, eine Schüssel Bonbons. So habe ich gerade, steht hier am Rand rum, aber guckt euch das doch mal an. Hier ist eine ganze Bonbon-Bar. Guckt ihr da, hier ein Napf, zwei Näpfe, drei Näpfe, vier, fünf, nochmal zwei Reihe unten. Da könnt ihr euch bedienen. Ich glaube, gegen den Husten, vielleicht finde ich ja sogar was, gegen meinen Hals, wo ich dann was noch mir mal gönnen kann. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Schön angerichtet, viel Auswahl und ja. Quatzle Papier, ich spreche es eh wieder falsch aus, wie eben bei der Moas, ne? Die Geus, und die hat gesagt, was, Russ, okay, und dann hat sie es falsch über, ist ja egal. Was ist denn hier los? Was ist denn das? Jonas, ich denke, du mochtest deine Badewanne. Hast du dich jetzt an die Dusche gewöhnt? Siehst du, jeder andere wäre abgehauen. Jonas stellt sich dem Gespräch, den erzieherischen Maßnahmen. Tschüss. Da draußen ist auf jeden Fall alles gut, habe ich gehört. Wo sind jetzt meine Bonbons? Wo sind die Bonbons? So, ich habe ja gesagt, ich habe mir jetzt Bonbons mitgenommen. Einmal ganz klassisch diese Emoikal. Ja, da guckst du, ne? Das Emoikal, das Grüne. Dann einmal hier Zitrone-Honig. Die sind auch gut gegen Schluck auf, glaube ich. Und perfekt. Einmal Kristall-Edel-Eis. Das willst du? Okay. Und die, wenn du Hals hast, musst du dir alle drei mit einmal reinziehen. So, da sind die Bonbons ausgepackt. Und jetzt wird der Hals hoffentlich besser. Diese super Kombination. Sonst muss ich mir komplett alles dort mit einmal reinschießen. Für den unglaublichen Genusscocktail. So, ich sitze jetzt draußen im Urlaub, wie beim letzten Mal auch. Ich gucke selber hier meine 20 Uhr Premiere an. Hier ist gerade ein Test mit dem Muttertier drauf. Hier habe ich wieder zwei Biers am Start. Eins für den Hannes, eins für die Shenaya. Sandra hat gesagt, sie möchte auch ein Bier trinken. Ich habe gesagt, wir teilen uns die jetzt beide. Jetzt machen wir erstmal den Hannes auf. So. Dann erstmal ein Prost auf den Hannes und auf den Urlaub, weil der nicht da ist, trinke ich jetzt den Hannes. Schmeckt nach München. Sandra, ich stell's dir mal hier rüber, guck ein Stück Premiere und gleich nehmen wir noch die Jena. So, Sandra hat gerade das Münchner Hell probiert und gesagt, naja, boah, das ist mir nix, ein Radler wäre mir lieber. Das ist halt helles Bier, ne? Aber vielleicht schmeckt dir ja das Tschechlager, ne? Das tschechische Bier besser. Das war sogar im Kalea Adventskalender drin. Prost auf die Jänner. So, die Premiere läuft immer noch. Mittlerweile hänge ich in der Hängematte. Deswegen heißt sie auch Hängematte, weil man da einfach drin hängt. Die Premiere läuft noch, habe ich aber eben schon gesagt. Ich habe schon wieder Kopfschmerzen. Hinter mir, guck mal, da ist die Sonne. Die Sonne. Da ist das Münchner Hell. Und da sind meine Elefantenbeine. Und da ist die Premiere. Und da bin immer noch ich in der Hängematte, weil wir haben ja Urlaub. Und da muss man sich auch mal in die Hängematte hängen. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich in einer Hängematte hänge. Habt ihr schon mal in der Hängematte gehangen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Mütze rumdrehen, Münchner Hell, Gruß an Hannes. Aha. Jetzt erschreckt euch doch nicht so.
So, da habt ihr gerade den Geist gesehen, der in diesem Flur haust. Ich befinde mich gerade in der Küche eigentlich. Das sieht man daran, wenn ich den Kühlschrank aufmache. Das hier noch, da ist noch Evek drin. Das habe ich letztens getestet. Das kommt die Woche online. Hier ist noch so ein Kaktus-Ding von Sandra. Das trinken die gerne. Hat sie gesagt, das schmeckt ihr gut. Was ich richtig chilling fand, chillig, das ist die Küchentür eigentlich. Die hat eine Glasscheibe. Normalerweise ist die Küchentür ja hier zu. Und hier habt ihr ja diese Abstellkammer, diese Rümpelkammer. Ich habe euch ja das Licht gezeigt. Und wenn du das halt anmachst, hast du hier so ein leuchtendes Fenster, dass wenn hier nachts irgendwie die Verbrecher rauskommen und dich verprügeln, dass die auch Licht haben. So hast du hier hinten jetzt diese Kammer. Und du kannst, wie gesagt, das Licht ja verstellen. Wenn du hier so drehst, kannst du so alle möglichen Farben durchgehen. Kannst es auch auf lila machen. Kannst du es auf, ja, keine Ahnung, auf rot. Rot sieht gefährlich aus. Wer will rot? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir lassen es jetzt mal auf blau. Ich will euch mal kurz zeigen, wenn man also hier rausgeht dann. Das ist nochmal die Sicht aus dem Fenster. Das ist die Donau mit Sonnenuntergang. Hinten gehen schon Lichter an. Und das ist also jetzt hier Küche. Tür geht auf, dass ihr hier Küchentür habt. Und dann lauft ihr hier durch. Das ist Maries Zimmer, da habe ich ihr gerade noch ein Licht angemacht. Dann geht es weiter nach da. Hier ist so ein Nachtlicht. Wenn du nachts hier durchläufst, vor die Toilette, geht ein Nachtlicht an, was dieses Bild hier anleuchtet. Das sieht dann auch richtig brutal und gefährlich aus. Da ist der Schlafraum, da ist Pupsi, da ist es am gefährlichsten. Guck dir das an, das dunkle schwarze Loch. Und hier ist auch wieder so ein Schlauch. Dass wenn du hier reingehst, weil du nachts aufs Klo musst, dann ist auch hier nochmal das Bad so ein bisschen beleuchtet durch diesen Schlauch, durch dieses Licht, was hier außen rum ist. Ich bin nackt, das ist sehr schön. Ja, da ist die Badewanne, da wollte ich mich nachher auch noch reinschmeißen, Dusche. Und ich habe jetzt auch meinen Arbeitsplatz aufgebaut mit Laptop. Ich sage jetzt gar nichts mehr, ich laufe nur mal rein und will euch mal zeigen in der Ecke, wo mein Laptop steht. Hier ist nämlich nochmal eine Tür. So. So. So sieht das dann aus. Hier, Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Nintendo Switch. Guten Morgen! Guten Morgen! So, der Morgen startet mit Baby, Windeln, Nasentropfen. Hier für den Mund. Hier heißt Hustensaft! Und Fall Guys! Fall Guys im Bett! Oh mein Gott, jetzt habe ich da auch noch auf laut gedrückt. Ich habe mir doch extra die Nintendo Switch mitgenommen, dank Fritz Blöd und Fall Guys, damit ich meine Aufgaben machen kann. Baby, Käsefuß. Man sieht halt, es wird von Tag zu Tag schlimmer mit dem Hals, gerade frühst. Du glaubst immer, du stirbst. Das heißt, ich werde gleich mal inhalieren, was eigentlich für ihn ist, was ich aber jetzt nehme. Weil er möchte das nicht und vielleicht geht es mir dann besser. Jonas, jetzt kriegt er dich weg. Jonas! So, jetzt großes Preisrätsel. Mann. An was erinnert euch das Outfit von Jonas? Da gab es mal einen Wrestler früher in der WWF, ne? Der kam auch immer mit so einem orangen Overall rein. Meistens weißes T-Shirt drunter, oranger Overall, weil das ja so ein Gefängnisanzug darstellen sollte. Weil hier in Amerika, in den Gefängnissen, da tragen die doch immer so orange Overalls. Da steht Team Papa, guck, Team Papa. Und ich glaube, Jonas möchte sich gerade frisch machen.
Ich störe immer nicht länger. Mach du mal. Der will sich jetzt Wasser einlassen. Finde ich sehr gut. Und immer auf den Handtüchern der Schwester rumtrampeln. So, so macht man das. Guck. So. Nix. Da hat noch einer Anstand. So, das Inhalieren muss, glaube ich, noch ein bisschen warten. Hupsi, wir erstmal hier irgendwie Kaffee machen. Hier Tee. Das heißt, ich muss mir eigentlich noch eine Teesorte aussuchen. Oh. Unter der großen Auswahl. Jetzt muss ich wie Winnie Puff. Der hat auch immer Earl Grey. Gibt's hier Earl Grey? Ne, warte mal. Wir haben hier Basenkräutertee. Wir haben Rooibos Vanille. Heftig der Boss. Wir haben Chai-Schwarztee-Kuss. Wir haben der kräftige Assam. Wir haben Früchtetraum. Pfefferminze. Grüntee-Zitronengras. Und Ingwerruhe. Weil ich Wrestling-Fan bin, nehme ich natürlich der kräftige Assam. Der kommt dann rein und gewinnt den Royal Rumble. Mach mal gleich. Weiß ich nicht. Drei Stück, weil wir ja nicht wissen, wie es schmeckt. So, der Tee ist fertig. Der sieht richtig brutal aus. Normalerweise, ich habe jetzt mein Messbecher nicht dabei, wo ich das reinfülle. Aus Spaß wollte ich es jetzt hier in diesen Krug schenken. Aber beim letzten Mal ist mir der Maßkrug explodiert. Mein ganzes Bein war auf. Seitdem habe ich hier irgendwie eine Narbe, weil das alles weggeflogen ist. Aber wenn du eine Tasse hast, die Tasse das aushält und das gleiche Material ist wie die Tasse, müsstest du den auch einfach hier einfüllen können und trinken können, ohne dass was passiert. Das heißt, ich sauf den jetzt immer aus der Schüssel und dann passt das. Das sieht man den auch. Guck mal, der sieht auch richtig, der schwarze, der Black Adam, der starke Adam, der Aram. Ich weiß nicht. Wenn ihr den Tee kennt, schreibt es mir in die Kommentare, den trinken wir heute. So, wir wollen jetzt mal einen Schluck aus der Schüssel probieren, wie es schmeckt mit dem Natururin-Fummel. Na, den Herd lass mal aus, Schatz. Wie ein Sternburg-Doppelkaramell. Hat irgendwie so malzige Noten auf jeden Fall. Richtig brutal. Den müssen wir noch trinken, aber inhalieren müssen wir doch immer noch. Wir haben das Inhalieren vergessen. So, und wer zu faul ist, in die Shisha-Bar zu gehen oder da sagt, das sind so komische Gestalten, der holt sich einfach für zu Hause hier so ein Inhalationsgerät, macht da hier Geschmack rein, ne? Hier so ein kleines Kännchen, ne? Das ist jetzt hier der Blueberry Bear, nee, Spaß. Das ist irgendwie so eine Kochsalzlösung wahrscheinlich. Jetzt machst du das an und dann siehst du ja hier, kommt das raus und dann chillst du dein Leben. Ich weiß nur nicht, durch die Nase ein und den Mund aus oder durch den Mund ein und die Nase aus oder beides gleichzeitig. Jo, und wenn ich das mache, da guckt er, wenn er das selber machen muss, dann dreht er immer durch. Aber er hat sich ja gerade auch beruhigt, langsam gewöhnt er sich dran. So, nach dem Inhalieren haben wir den Rest Pissplörre von dem Tee noch übrig. Guckt doch mal, was er hier für Spuren hinterlässt in der Schüssel. Sieht aus wie alter, abgeranzter, abgestandener Kaffee. Aber das wird auch noch getrunken, weil das ist ja Urlaub und der ist, glaube ich, gratis und deswegen musst du dir den reinschütten. Und da werde ich jetzt gucken, dass ich jeden Tag einen anderen Tee trinke. Wann ist eins? Oh, man. So, wir wollen jetzt in die Stadt einkaufen, was zum Frühstück essen. Und was ich gestern ja auch gesehen habe, hier in dem Shop, wo ich immer noch nicht geguckt habe, was für Biersorten es gibt, sind hier oben auch Hüte. Hüte zum Ausleihen. Das heißt, ich werde mir jetzt das Cabby komm weg. Ich werde mir jetzt einen Hut nehmen für den Urlaub. Die Mädels hätten sich auch einnehmen können, aber die wollen ja wieder nicht. Kann ich auch ein? Hier, zack, Hut ist am Start. Hut für dich, Hut für mich. Oh, hier, warte mal, das ist sogar ein Bierhut. Da steht nichts drauf. Wo ist denn der jetzt hin? Da steht doch hier... Genau, Herzfelder Familienbrauerei halt. Das ist mein Hut. Den muss ich aufsetzen. Den Brauereihut. Und damit wird jetzt Urlaub gemacht. Sandra,
Ich weiß, du möchtest nicht, aber fürs Video will ich dir trotzdem mal kurz einen aufsetzen. Guck doch mal. Oh, die Hut Family. Guck dir das an. Aber meiner hat eine Brauerei am Schirm. Ne? Jonas Kleine gibt's nicht in deiner Größe. Du bist aus dem Knast, das reicht. Team Papa. So, wie so echter Tourist, ne, musste natürlich erstmal jetzt in Rewe. Wir hatten Auswahl. Kaufland, Rewe, alles andere, aber Rewe ist am nächsten gewesen. So sieht der Rewe hier aus, fettes Rewe-Schild. Hier steht nochmal Ile mit so einem Bäcker-Symbol, weil da wahrscheinlich noch so eine Bäckerei drin ist, wo du auch essen kannst. Jetzt aber erstmal gucken, was es hier für Ortsbier gibt. Mit der Bierbrauerei-Hut-Bedeckung. So, wir haben bei uns beim Rewe natürlich auch eine Salatbar, was ich aber noch nie gesehen habe. Hier sind sogar Frühlingsrollen drin und Kartoffelröstis. Das sieht richtig genial aus. Da einen schönen Creme-Fraiche-Dip dazu. Und dann zum Frühstück musst du eigentlich mitnehmen. Frühlingsrollen. So, so sieht er jetzt aus, wenn er fertig ist. 3 Kartoffelrösti und 6 Frühlingsröllchen. Habe ich gerade gemerkt, das Zeug ist ja so kalt. Schmeckt das dann überhaupt? Muss man das aufwärmen? Wir werden es testen. Brötchen dazu, damit es noch trockener ist. Genial. Was direkt ins Auge sticht, ist auch das Mexiko-Regal im Rewe. Und hier haben sie neben den normalen Tabasco-Sorten auch die günstigeren Fuego-Soßen. Die Hot Jalapeno, die geht. Die extra Hot Jalapeno, die ist übelst brutal für den Preis. Die haut euch um, das sage ich euch. Aber es gibt auch die bisschen eklig aussehende gerade. Moment. So, jetzt sieht die besser aus. Die Hot Habanero Sauce. Und die fand ich von den dreien am besten, weil die war purer Essig. Die war purer Essig mit so viel Schaf dran, dass du gar nichts mehr geschmeckt hast. Und die hat einen guten Geschmack gehabt und eine richtig gute Schärfe. Die haben sie bei uns aber aussortiert. Die gibt es nicht mehr, also die ist ausgelistet. Du kannst nur noch die anderen zwei Soßen kaufen. Hier gibt es noch die Hot Habanero von Fuego. Also wenn ihr mal da seid, könnt ihr auch als Lavalampe nutzen. Erst kannst du durchgucken. Und dann siehst du nichts mehr. Richtig genial, dieser Effekt. Natürlich, Grüße an Silvio. Sein Wodka steht auch wieder da mit Karamellgeschmack. Nehme aber dann nicht mit. Quas, Grüße an Hannes. In München das erste Mal Quas-Erfahrung gemacht. Was ich aber noch gar nicht kenne, was Pupsi entdeckt hat hier, auch in diesem komischen Regal von Dovgan Tropical Cactus. Also ein Kaktus-Geschmackgetränk. Das nehmen wir mal mit. Ja. Juicy. Okay, was denn? Das wollte ich schon immer mal probieren. Absolut Wodka mit Sprite, das ist für heute Abend für dich. Hm, mal gucken, was es dann noch gibt. Vielleicht gibt es auch noch mit Schwippschwapp und Wodka, das wäre lustig. Und hier beim Bombay Saphir muss ich wieder an den Urlaub in der Schweiz denken, beim James, also beim Mitch. Mit D-Nice und mit Mace Master, da haben wir das uns gegönnt. So, neben dem Gönnergy-Gesöff, was ja manchen schmeckt, manche nicht, haben wir jetzt auch Pupsis Lager gefunden für absolut Wodka mit Sprite. Das heißt schon, wenn euch das nichts taugt, kauft das oder kommt auf die Idee, das mit Wodka zu mischen, wie Möb immer sagt. Kann man es mit Wodka mischen, dann schmeckt wahrscheinlich alles. Nehme ich mir auch mal eine mit für heute Abend. So, da es hier im Rewe aber kein Bier gab, weil da ein Getränkemarkt ist, müssen wir natürlich jetzt noch in den Getränkemarkt und müssen da nach Bier gucken. Ich denke mal, das ist aber jetzt ein Nachteil, weil du vielleicht im Rewe hättest du 2 Bier gefunden, die du nicht kennst, da hättest du die einfach getestet. Im Getränkemarkt findest du wahrscheinlich 1000 Bier, die du nicht kennst, da ist es wieder komplizierter. Oder wie seht ihr das? Wem es noch nicht aufgefallen ist, Schwippschwapp hat ein neues Design. Das war das alte hier, ne? Das ist das neue. Jetzt gibt es eigentlich nur noch neu und hier steht nur noch eine alte Dose, weil die verbeult ist und keiner kauft und deswegen wird die neue immer nachbestellt, eingeräumt und die eine alte bleibt einfach im Regal hängen. Joni, komm werf, zack. Das ist jetzt die Ausbeute aus dem Getränkehandel, aber das zeige ich jetzt nicht ganz, weil wenn ich eh abends immer zwei, wir sind ja jetzt 4 Abende da, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, das sind 4 Abende genau, da werde ich ja sowieso jeden Abend 2 trinken und die dann vorstellen. Die Auswahl war nicht groß, aber ich mache in die Hose. Hier gilt es Steve O, ihr kennt es noch vom Megas Video, Grüße gehen raus an den Steve O. So, eigentlich hatte ich mir diese Frühlingsrollen mitgenommen und diese komischen Kartoffeltaschen, weil ich dachte, wir wollten jetzt was zum Frühstück essen. Jetzt hat das so ewig sich gezogen, dass es heißt, wir gehen gleich direkt zum Mittag und dann an den Baggersee.
Was gibt's zum Mittag? Du kannst dich entscheiden. Hier siehst du McDonald's. Das goldene M, McDonald's. Aber kennst du ja zu Genüge, deswegen drehst du dich eins weiter. Und das direkt Burger King. Ey, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ein Burger King und McDonald's direkt nebeneinander. Und dieser Banner grinst mich jetzt schon an. King's Beef, King's Emmentaler. Der interessiert mich gerade. King's Crunchy Pepper Chicken. Ob der scharf ist? Wenn ich nichts anderes Interessantes finde, werde ich vielleicht mal so einen Pepper Chicken probieren. Das ist schon wieder so einfach Pfeffersoße, cremig und... Ja, ich brauche was heiß, scharf. Mad Dog, Mad Dog Burger. Ich hätte mir die Mad Dog mit in den Urlaub nehmen sollen, aber die läuft aus mittlerweile. Weil wir hier natürlich im Home of the Whopper sind, müssen wir uns natürlich auch einen Whopper gönnen, weil das ja die Konkurrenz zum Big Mac ist, ja. Gab es sogar Spezialangebot, 2 Stück zum Preis von einem. Mit extra Jalapenos jetzt noch drauf für 50 Cent mehr. So, Pupsi hat ihr nämlich schon gegessen. Ich habe den zweiten noch da mit Jalapenos. Den wollen wir jetzt mal probieren. Ansonsten habt ihr hier noch Cheeseburger. Hier habt ihr noch irgendwas mit Chili Cheese drauf. Hat sie gesagt bei einem, das ist so scharf, die kann das nicht essen. Hier ist der mit der Pepper Sauce, der Crunchy Chicken Pepper Sauce. Hier sind immer nur diese Zimtdinger da. Marie hat einen Salat, ne? Das ist nur Tarnung, keine Sorge. Marie hat vor allem eine Krone. Hier setzen wir die Krone auf. Ach verdammt. Und das Ding des Röps, ne? Kennt ihr Garfield? Und im Gegensatz zum Big Mac ist das ein richtig fettes Teil, muss ich sagen. Wir haben ja bei uns keinen Burger King, nix. Deswegen können wir das so selten essen. Beißen jetzt mal rein, mal gucken, ob man die Jalapenos direkt rausschmeckt. Nirgendwo gibt es Jalapenos auf den Burgern, musst du immer suchen. Obwohl, die, ich glaube, die haben ja einige scharfe Sachen auch. Bin ich mal gespannt, wie der jetzt mit Jalapenos schmeckt. Jetzt kann ich auch wieder nachvollziehen, wie so viele Leute sagen, Burger King ist einfach besser als McDonald's. Big Mac schmeckt irgendwie halt immer gleich, okay. Aber irgendwie sehr unspektakulär, trotz 2 Scheiben Fleisch. Und das, was mich sonst immer gestört hat, hier dieses auf offener Flamme gegrillte, bisschen raurige Penetrante bei dem Fleisch, ist das, was den Burger jetzt wie was Hochwertigeres erscheinen lässt, im direkten Vergleich mit McDonald's, also keine Ahnung. Das schmeckt halt wie ein richtiger Burger aus dem Restaurant auf einmal, wenn du ständig nur McDonald's isst. So, jetzt haben wir das Teil mal rausgeholt, so sieht's aus, sieht eigentlich ganz gut aus, richtig frisch, richtig lecker mit Grünzeug drauf, bin mal gespannt auf die Pepper Sauce. Was auch auffällt, ist das glatte, weiche, glänzende Brötchen. Noch hier sticht das Fleisch deutlich heraus. Du denkst wirklich, du isst gerade ein Steak vom Grill, so ähnlich, so ein, oder ein Hähnchenbrustfilet auf den Grill kurz draufgeschmissen gemacht. Also irgendwie hochwertiger wieder als bei McDonald's. Keine Ahnung, du willst ja leider nicht probieren, aber irgendwie hat das was. Irgendwie ist das mehr. So, und das Beste an Burger King sowieso ist und bleibt, weil es das bei McDonald's sowieso nicht gibt, gar nicht gibt, noch nie gegeben hat, die Zwiebelringe. Guckt euch das an. Wenn ich mal bei Burger King bin, muss ich immer Zwiebelringe essen. Das ist einfach so genial für zwischendurch. Und der Burger mit dem Chicken fand ich auch richtig gut, vor allem weil das Fleisch ja eben diese Pepper-Soße hatte, die hast du gemerkt, diese richtig pfeffrige Note im Abgang. Hat auf jeden Fall gepasst. War neu, kannte ich nicht. Bist du hier, hast du wieder was entdeckt. Bist nicht enttäuscht. Und jetzt wollen die Mädels an den Baggersee. Mir ist so schlecht. Ich könnte den ganzen Parkplatz voll brechen, weil ich schon wieder so viel gegessen habe. Brrrr, hat's gemacht. Wir stehen jetzt hier beim, pass auf, kann ich nicht lesen. Naherholungsgebiet. Riedling. Und jetzt korrigiert mich und sagt, das heißt Naherholungsgebiet. Das soll jetzt auf jeden Fall hier in Donauwörth ein großer See sein. Und wer sagt, er ist zu groß, der hat hier einen kleinen See daneben. So, da ist auch WC-Parkplatz, da soll Imbiss sein. Da wollen wir jetzt mal hin, in diese Anlage und hier wieder für Pfand. Das ist wichtig. Da sind die Girls, da sind die Boys extra. Weil die Boys, die hängen immer ein bisschen hinterher, ihr wisst schon. Toll. Ich dachte, sie kämpft noch eine halbe Stunde mit ihrem Handtuch. Luftzelt! Das musst du doch ankündigen vorher und dann hinschmeißen. So, sind jetzt hier angekommen. Die Mädels ziehen sich natürlich gerade um. Ich und Jonas werden wieder mal zurückgelassen. Hier hat Marie Handtuch hingelegt. Da ist das Zeltchen. Das ist ja eigentlich von Jonas, damit er nicht so in der Sonne rumfliegt. Aber wir haben hier eh einen Baum.
diesen Baum gefunden, der uns Schatten spendet. Hier ist noch ein super Schild. Das ist richtig genial. Tiefes Wasser. Die Badeinseln sind über 40 Meter bzw. 115 Meter vom Ufer entfernt. Das heißt, da hinten ist eine kleine Badeinsel. Dort ist eine kleine Badeinsel. Da kannst du hin, kannst dich drauflegen. Und hier ist so ein extra abgesteckter Bereich, wo du halt, ja, wenn du nicht Schwimmer bist, so wie Jonas und ich, dahin können. Hier habt ihr noch Sand. Ist auch nochmal extra. Kleine Stelle hier. Sand, Füße rein, passt. Dann Erweiterung bis dorthin. Ja. Da weiß ich nicht. Trauen wir uns dann rein, Jonas, ich. Nee. So, Finch asozial am Start. Mit Hut erstmal. Eigentlich ohne Hut nicht, dass der wegfliegt, aber erstmal mit Hut, weil dort ja Sonne ist. Und guckt euch das mal an. Das ist ja das Gute, wenn du hier reingehst, alles voll Sand. Und es ist so niedrig für die Kinders mit der Hand drin zum Spaß haben. Habe ich auch noch nicht erlebt, war noch nicht so oft im Urlaub, aber hier extra schön mit Sand, finde ich gut, dass das nur so ein bisschen tief ist, ne? Finde ich auch gut. Kann er sitzen, kann er planschen, kann er machen, das ist genial. Da muss man sich gleich reinhängen. Oh. Verdammt, das ist so niedrig, da ist ja gar nichts drin. Ja, wir tasten uns hier lang und schauen mal, es ist ein bisschen windig, aber ich glaube, man gewöhnt sich mit der Zeit dran. So, und wichtig ist natürlich im Urlaub immer erstmal eintunken, immer Wasser hier ran, auch wenn das kalt ist, auch wenn ihr zusammenschreckt. Das ist wichtig, das kalte Wasser muss erstmal an den ganzen Körper, und dann wieder wärmen, dass man sich schön an das Wasser gewöhnt. So, ich glaube, wir müssen wieder heim. Marie hat sich komplett eingestuhlt. Guck dir das an. Das liegt auch an dem unsauberen Wasser, glaube ich. Hier sind so viele Fische drin, ne? Ach, so schnell geht's. Deshalb steht ja immer da, kein Trinkwasser. Nicht das Wasser trinken. Hier ist ein Poncho für den Poncho-Man. Poncho-Man. Bist du Poncho-Man? Kannst du mit mir da hinten gehen? Nö. Doch, bitte. Geh ins Wasser, haben sie gesagt. Da siehst du nicht so dick aus, haben sie gesagt. Ihr seht, das Wasser ist jetzt hier bis an den Schultern. Können es auch mal so zeigen. Das sieht besser aus. Nicht immer von oben ist am besten, ne? Jetzt geben wir aber mal die Brille hier rüber. Einmal festhalten, bitte. Ja. Wir geben mal den Hut hier rüber. Einmal festhalten, bitte. Wollen wir mal machen, was wir sonst immer gemacht haben? Ich tue mal kurz den Kopf ein. Und jetzt mal probieren. Ich hoffe, die Kamera hält das auch aus. Mit der Kamera mal in das Wasser rein. Kommt mal mit. So, das ist immer total brutal und überhaupt und diese, keine Ahnung. Da verlierst du immer alles, den kompletten Verstand. Soll ich auch mal? Aber so kann man sich ja auch eintunken im Urlaub, genau. Was? Hast du deinen Kopf auch eintunken? Genau, tunk mal ein. Los, Marie, tunk ein. Ob das überhaupt geht mit Schwimmflügeln? Da war ganz knapp das Stirn im Wasser. Da ist noch ein bisschen Schiss in der Hose. Geht's? Ja. Super. Warte mal, ich setz dir mal kurz den Hut auf. Ja. Wo ist er richtig? Halt mal. Ja. Richtig schön rein und... Das ist ein richtig cooles Gefühl, wenn da die ganzen Ohren voll Wasser laufen und so. Willst du es nochmal probieren? Okay, aber nur ganz kurz. Mit Haarebrille kann ich das eigentlich besser. Ich muss mir auch immer die Nase zuhalten, siehst du? Manche tun sich auch eine Wäscheklammer an die Nase, damit das Wasser nicht reinläuft. Und schwupp! Da fehlt der Schwung, da fehlt der Schwung. Das sind hier die Dinger da. Da kannst du gar nicht. Du kannst gar nicht ins Wasser mit die Dinger, du, ich sag's dir. Deswegen nehmen keine Dinger mit ins Wasser. Sind das Emo-Frisur? Cool. Jetzt sehe ich aus wie der Tobias Gehring. Grüße gehen raus an den Tobi G. Und an die Sandra. Und an die Sandra G. Und an den Jonas. Und an den Jonas G. Heißen zwar alle R, aber egal. So. Ach, jetzt ist der Hut ins Wasser gefallen. Den muss ich doch wieder abgeben. Der ist doch nur geliehen. Der wird, ist ja eh nur Stroh, wird auch wieder trocken. Das ist der Bubi. Guck mal, wie ich hier Liegestütze mache die ganze Zeit. Und das will ich. Total Liegestütze.
Liegestütze! Liegestütze! Was machst du da? Der ist ja gar doch, ist ja an. Ja, die ist ja an. Liegestütze! Marie, Liegestütze! Boah! Und Liegestütze! Boah! Und nochmal Liegestütze! Boah! Immer wieder Wasser im Gesicht. Soll ich mal Liegestütze machen? Na, mal. Los, dann halt mal fest. Mal. Doch, halt mal fest. Hey, wie kann ich. Ich kann keine Liegestütze machen, weil ich ja Schwimmflügel habe. Tja, das ist der Nachteil von Schwimmflügeln, ne? Jetzt, aber jetzt muss ich euch mal zeigen, was das Schlimme ist. So, bis hier haben wir es geschafft. Da habe ich Marie jetzt ausgesetzt. Guckt euch an. Hier steht nämlich auch tiefes Wasser. Das heißt, bis hierhin und nicht weiter. Weil ich kann ja nicht schwimmen. Wenn ihr auch nicht schwimmen könnt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Aber ich kann was machen. Das kann jeder zu Hause nachmachen. Das zeige ich euch jetzt. So, aber ich kann das hier. Guckt. Da kannst du nämlich immer so hüpfen. Das sieht nämlich richtig gut aus, wenn die Leute gucken und sagen, was macht der da? Das weiß kein Mensch, was er da macht. Immer hüpfen, oder Mann? Grüße an Ismo. So, und wenn die Sonne mal richtig brennt, da habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Wie wenn ihr richtig brennt, wälzt man sich ja auf dem Boden, klappt auch im Wasser. Sieht dann ungefähr so aus. So, wenn das nicht elegant ist, dann weiß ich auch nicht. Da wurde was an Land gespült. Nee, eigentlich ist es nur der Bubi hier, der chillt im Wasser und sein Urlaubsfeeling vertieft. So, ich weiß nicht, was sie mit dem Hut gemacht haben. Das ist ja so ein Bierhut, gell? Jetzt lag ich die ganze Zeit da rum. Hab gechillt, hab den Hut so auf dem Gesicht gehabt. Der riecht so penetrant nach Tee. Vielleicht, weil ich hier diesen starken Amun getrunken habe, der viel zu stark war. Vielleicht dünste ich jetzt aus und das bin ich. Aber ich glaube, der Hut riecht einfach nach Tee, wie Earl Grey Tee oder irgendwas anderes. Das ist ein Bierhut, hätte der wenigstens Biergeruch. Aber der riecht nach Tee. Das ist so richtig brutal, so wie in so einer Kräutersekte. Aber da, wo wir sind in dem Dings, das ist ja eh alles so Bio. Alles Bio, Bio hier, Bio da, Bio bla. Hätte ich ein Kind, würde ich es Bio nennen, so ungefähr. So, das ist der Seetreff, ne? Hier kannst du sogar trinken, essen, alles dabei. Marie hat nämlich Hunger, die will sich jetzt was aussuchen. Und wir waren gestern noch in der Hafenkneipe. Ich habe dem Fahrer mal die Speisekarte gezeigt. Er hat gleich gesagt, was Gutmann ist, das beste Bier, was er je getrunken hat. Hier haben sie jetzt auch Gutmann. Weizen, leichtes Weizen, alkoholfrei dunkel. Das heißt, ich würde mal jetzt wahrscheinlich dieses Gutmann dunkel probieren, damit ich dann einen Vergleich habe, ob der recht hat oder nicht, ob die Geschmäcker verschieden sind. Hier gibt es auch eine große Karte, hier mit verschiedenen Salaten, Schnitzel wieder dabei, Nackensteaks, Bratwürste, Currywurst, was man halt so kennt. Kebab Chichi finde ich interessant, weil es das nicht überall gibt. Und Daniel Burger, weil Daniel Burger ja was ist, was nicht jeder hat, werde ich wahrscheinlich zum Daniel Burger greifen. So. Wenn man das so macht, steht da Daniel. Ja, und wenn man das so macht, steht er da. Da. Wenn man das auch noch wegnimmt, stehen einfach nur die Burger. Die. So, Pupsi habe ich Bilder geschickt, weil die muss ja auf Jonas aufpassen. Und mal gucken, was die nimmt, mal gucken, was Marie nimmt. Aber ich freue mich jetzt auf das Gutmann. Mal gucken, ob das was kann. So, guck dir das an. Ich sitze nicht auf einem Stuhl, ich hänge einfach nur da. Das ist das Gutmann. Ja, das hat der Fahrer empfohlen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es das Dunkle war. Hier steht dunkles Hefeweizen. Das sieht auf jeden Fall sehr edel aus. Sehr genial. Ich werde mal ganz kurz einen kleinen Nipper probieren aus der Flasche. Aber Hefeweizen empfiehlt der Hefeweizen. Hier gibt es ja noch andere Gutmann. Ich hatte jetzt gerade geschrieben, ich habe ihn gerade nicht erreicht. Guck dir das an. Er hat gefragt jetzt hier, der Mann, der nette Mann, der höfliche, der freundliche Mann, der chillige, coole Mann. Trinkst du hier auf der Terrasse? Ich habe gesagt, ja, solange wie das Essen fertig wird, werde ich das jetzt hier trinken. Jetzt hat er mir dieses Bierglas gegeben. Und seht ihr das? Warum ist das so weiß? Das ist alles Eis. Das heißt, wenn du hier so drüber fährst, siehst du, wie das Eis weggeht. Wenn du das innen drin nochmal machst, dann kannst du jetzt den Finger durchsehen. Das heißt, das ist komplett vereist und richtig genial. Jetzt müsste ich es nur eigentlich... Mach mal das. Jetzt müsstest du es eigentlich schräg halten. So. Und dann gleichzeitig einfüllen, damit das noch mehr Feeling hat.
wenn das Gutmann jetzt hier reinläuft. So. Jetzt sind wir schon bis hier ungefähr. Lauterbacher, Lauterbacher. Und dann den Rest noch hier oben gegen den Schaum kämpfen. Ich hoffe, das ist das Richtige. Wenn nicht, der Fahrer wird es schon korrigieren. Und guck mal, wie das Eis jetzt wegschmilzt hier. Das Eis zieht nach unten einfach ab. Guck dir den Effekt an. Wie das Eis sich auflöst, das Kühl nochmal gekühlt wird, das Bier nochmal gekühlt wird durch das Eis. Das sieht richtig stark aus. So, das habe ich noch nicht gesehen. Richtig coole Performance hier von dem Gutmann. So, wollen wir mal kurz einen Schluck nehmen? Wir müssen jetzt wirklich warten. Wir müssen warten, bis alles drin ist und dann aus dem Glas probieren. So, ich glaube, jetzt ist es richtig so, fast. Also wir könnten warten, aber das Essen ist ja gleich fertig und ich wollte vorher noch das Bier austrinken. Das heißt, ich muss erst mal kurz einen Hieb nehmen. Das ist richtig kühl, richtig genial. Mit dem Eiseffekt, den wir davor hatten, habe ich so noch nie gesehen. Würde ich gerne noch eins haben. Mal gucken, wie lange wir noch brauchen, wie lange wir noch da sind. Oder jeden Tag eins. Wir sind ja jetzt vielleicht mehrere Tage hier. Jeden Tag einen Gutmann, ne? Eine gute Tat, einen Gutmann jeden Tag. Vielleicht war es nämlich nicht das Dunkle, sondern das Helle oder das andere. Das wird der Fahrer dann rauskriegen. Ansonsten jeden Tag einen Gutmann in einem Glas. Mal gucken, ob es jeden Tag funktioniert. So, da habt ihr jetzt hier die Bratwurst für Mariechen. Guck mal, wie am Splatterfest. Hier habt ihr jetzt den Daniel Burger. Hier ist die selbstgemachte Frikadelle. Da Schmelzkäse hieß es, ist da drauf. Ihr habt richtig schöne fette Zwiebelstückchen und ganz viel saftigen Bacon. Ich bin ja nicht so der Bacon-Freund, aber ich glaube, das Teil haut bestimmt rein. Kann dich nicht. Daniel Burger. Warum der so heißt, weiß ich nicht. Aber sieht auf jeden Fall speziell aus, auch in diesem Kaiserbrötchen. So, die Pommes sind jetzt auch angekommen. Durfte ich sogar selber Ketchup-Mayo drauf machen. Habe mich jetzt hier für dieses Splatter-Muster entschieden. Alles kreuz und quer, Riesenberg. Das ist aber für Pupsi, das müssen wir ja gleich noch bringen. Die ist nämlich immer noch im Zelt. Und dann beißen wir mal hier rein und gucken, was der kann. So, ich habe mir jetzt hier ein Plätzchen an der Bank gesucht, weil ich diesen Daniel Burger jetzt mal probieren möchte. Will da mal reinbeißen. Jetzt habe ich das ganze Gutmann in mich reingeschüttet, mit einmal eiskalt. Ist schon wieder so schlecht, aber ich muss ja mal probieren, wie der Burger jetzt schmeckt. In den saftigen Bacon reinbeißen. Boah. Der salzige, fettige Bacon mit den Zwiebeln, dem Fleisch, dem Schmelzkäse. Das ist so eine Geschmacksbombe. Das schmeckt wie ein Rostbrädel mit Zwiebeln, gedünsteten Zwiebeln, irgendwas aus dem Wirtshaus direkt zum Mittag. Richtig fett, noch nie so ein Erlebnis bei einem Burger gehabt. Beim Burger King heute war ich positiv überrascht, im Gegensatz zu Mac so, dass die halt ordentlich was können. Jetzt beißt du hier rein und denkst, Alter, ein Biss ist so heftig. Ich glaube nie, ich schaffe gerade den ganzen Burger, weil der einfach so too much vom Geschmack von allem ist. Da darfst du dir vorher kein ganzes Gutmann reinschütten. Das ist wirklich, da wirst du auf jeden Fall satt, bis du so ein Teil holst. So, wir sind jetzt eigentlich zurück. Die zwei Wasserratten haben noch nicht genug, deswegen planschen die noch in einem Fass rum. Und ich habe ja gesagt, wir haben heute in diesem Getränkehandel 6 Biere mitgenommen, die wohl hier irgendwie aus der Region sind. Also die Donauwörth-Brauerei gibt es ja nicht mehr, schon lange nicht mehr, gibt es auch kein Bier mehr von. Wir haben aber andere Sachen dabei, 2 Stück. Und zwar habe ich jetzt für heute Abend, ich möchte ja jeden Abend dann 2 trinken, dieses feine Urhell aus Brauhaus Riegele, Augsburg, seit 1386, so sieht das aus. Wenn ihr das kennt, kennt ihr Augsburg? Ja, bestimmt, Puppenkiste und so Zeug. Klassisch eingebraut, feines Urhell mit dem goldenen Pferd hier oben drauf. Das Augsburg auch in Goldschrift, also das sieht eigentlich cool aus. Das werden wir jetzt mal aufmachen, mal probieren. Ach du meine Güte, was ist hier passiert? Das Rücketikett. Das sieht ja aus wie ich ohne Hose, ne? Meinst du das jetzt wieder? Seit wir vorhin an dem See waren, habe ich keine Hose mehr, weil irgendwie die hat sich nicht ergeben. Das sieht dann ungefähr so aus. Also bist du jetzt dann durch die Stadt, ist nicht aufgefallen. Die Mädels laufen auch immer so rum. Oh,
Pants sieht man nichts, also können es ja die Männer auch machen das jetzt. Ich habe mir extra aus der Küche jetzt einen Löffel besorgt, weil ich keinen Öffner gefunden habe. Machen wir das mal kurz auf, probieren das mal und haben dann noch das zweite, ne? Sehe ich aus wie Sir Edward. Ich darf nur nicht vergessen, den Hut zurückzugeben dann. Hannes ist der Mann fürs Helle. Ich glaube, das wäre genau sein Bier. Ein Urhelles für den Ur-Hannes, das Urgestein. Ja. Sandra, möchtest du auch probieren? Ja, es kann ja nicht so schlimm sein wie Sprite. Ich stell's hier mal dahin. Ach so, du kommst nicht ran. Dann muss ich's mal hier rüber machen. Sandra hat hier heute ja diese absolut Wodka-Sprite. Die hat's eben aufgemacht und gesagt, sie kann das gar nicht trinken. Das ist so schlimm. Ach komm, es ist Urlaub, sie schüttet sich's rein, hat sie gesagt. Besser als sie's breit, sagt sie zu dem Bier. Und jetzt zum Vergleich haben wir noch eins. Das muss ich auch wieder so rumzeigen. Aber das ist nicht so kühl, kann das sein? Ja, das ist ja, jetzt stand's ja hier unten und hier ist es sehr warm. Mhm. Weil Marie dabei ist im Urlaub, habt ihr hier noch Marie Hausbändel hell, also schon wieder ein helles. Guckt's euch an. Ich habe immer gesagt, Marie, mach was, sonst endest du irgendwo. Jetzt wissen wir, wo sie endet. Guckt es euch hier an. Da schleppt sie das Bier durch die Gegend. Marie Hausbändel hell. Sieht doch eigentlich freundlich aus, sieht doch nett aus. Zutaten braucht man nicht. 4,8%. Hier ist noch ein, ist das ein Reiher, ein Fisch. Reiher, ich weiß, vielleicht ist es auch eine Möwe. Sieht da hinten, ist nichts drauf, okay. Was gefällt euch besser? Marie Hausbändel oder das andere? Hier habe ich gar nicht nach den Prozenten geguckt. Jo, steht 4,7. Könnt ihr mal vergleichen. Das ist halt hier urisch, ne? Das ist hier mit Gold dran. Das müssen wir aber noch aufmachen. Das ist jetzt heute die Abendunterhaltung am Dienstag. Gestern gab es ja Hannes und Genaya Bier. Also ich finde, das erste hat mehr Geschmack, Sandra. Irgendwie habe ich da, jetzt würde ich gerade nur Wasser trinken. Wenn ich das erste hatte und dann jetzt das, finde ich irgendwie da, also nichts Negatives, das kann man wahrscheinlich einfach trinken. Ja. Und das erste hat irgendwie so einen Nachgeschmack nochmal. Jetzt probieren wir die Sprite. Sandra wird so ein Biermensch. Was muss ich die selber jetzt aufmachen? Ja, ja, kann man anschauen. Meine eigene absolut Wodka-Sprite. Ich weiß doch, wie Wodka schmeckt. Das heißt, das Schlimme daran ist wahrscheinlich die Sprite. Dann Prost. Sprite kommt noch am Anfang, finde ich. Und dann so, Sprite mit Wodka, absolut Wodka. Schmeckt urig. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Das Mischverhältnis. Ich habe ja schon oft, auch im Norma an der Kasse, habe ich mir mal so mitgenommen hier. Smirnoff, Wodka, Dings, irgendwas, bla bla bla, auch mit Zitrone gemischt. Das fand ich viel schlimmer, viel brutaler, viel heftiger. Ja, so trotzdem leckeren Zitrusgeschmack, Sprite-Geschmack, Sprite-Geschmack und dann diesen Wodka-Abgang. Aber ich finde, das passt irgendwie zusammen, das geht sich Hand in Hand. Das kannst du trinken. Kann ich nicht nachvollziehen, die Kritik. Wir werden jetzt das hier noch und so und dann keine Ahnung, was heute noch geht. Wahrscheinlich nichts. Also gute Nacht. Hier sieht man übrigens Marie Hausbändel in der Produktion. So entsteht der wässrige Geschmack des Marie Hausbändel Breus. So, was mir jetzt noch einfällt, unabhängig davon, dass ich der Apache bin, weil ich so rot bin. Ich wollte doch jeden Tag 2 Tees trinken. Jetzt habe ich doch heute früh zu Mittag, der kräftige Assam getestet. Jetzt habe ich für den Abend gedacht, nimmst du den hier. Das ist Chai Schwarztee Kuss. Hast du einmal, hast du zweimal, dann ist es leer. Also füllst du auf mit der kräftige Assam, weil sonst würde das den Geschmack verfälschen, wenn man einen anderen nehmen, den wir noch gar nicht hatten. Kuss geht raus an Assam und Chai. Die drei packen wir jetzt hier rein. Das kocht schon. Jetzt habe ich aber schon das nächste Problem. Der neue Tee braucht 7 bis 10 Minuten. Das ist der und der. Der heftige Assam braucht aber nur 2 bis 4 Minuten. Aber wisst ihr was? Ich habe in den Streams eh mal 3 Teebeutel genommen.
und habe die meistens 2 Stunden drin gelassen, bis ich den Tee ausgetrunken habe. Also ist das eigentlich eh alles egal. Jetzt lassen wir das ein bisschen abkühlen. Und dann kommt wieder die Schüssel rein. So, der Tee ist jetzt fertig. Ich muss zugeben, ich habe den vorhin irgendwie vergessen. Das heißt, die 3 Beutel sind jetzt wahrscheinlich schon wieder eine halbe Stunde da drin. Ist total auch sinnlos, dass ich sie jetzt hier in die Schüssel gebe, weil ich das jetzt hier einfüllen will, dass ihr mal seht, wie der Tee heute aussieht. Oh. Und ich glaube, diesmal habe ich es noch ein bisschen mehr übertrieben als gestern, weil gestern war die Schüssel nicht so voll. Jetzt ist die Schüssel voll und guck dir das an. Was ist denn das? Ist das die Sonne? Ist schon wieder der Sonnenuntergang da draußen auf der Donau. Seht ihr das? Der donauische Sonnenuntergang, der sich im Tee spiegelt. Den müssen wir gleich noch probieren, aber erstmal kurz eine andere Sicht. So, das meine ich mit anderer Sicht. Ich bin jetzt hier in Maries Zimmer. Wenn ich jetzt hier raus auf die hübsche Donau gucke, kann ich jeden Abend hier sehen, wie die Donau in die Sonne reinfliegt, beziehungsweise die Sonne in der Donau erlischt. Das ist doch wirklich richtig cool. Hast du auch da drüben aus dem Schlafzimmer, aber Jonas wird gerade schlafen gelegt. Und deswegen, ja, ich muss jetzt auch kurz ein Infovideo aufnehmen, aber erstmal kurz eine Prise Tee. Guckt euch das an, der rote Ramse in der Haus. Und das Fenster, guck mal das Fenster, du lässt das los. Und dann kriegst du das auf den Kopf, weil das nicht hält. Was ist denn das? So, jetzt habt ihr hier die Schüssel Würmer, die Schüssel Tee. Die Schüssel Würmer, Grüße an Ditschen. Wir probieren mal, wie der heute schmeckt. Irgendwie wie so ein Kräuterbonbon, so ein Salbei-Bonbon, irgendwas. Jetzt habe ich die Sorte schon wieder vergessen. Ihr wisst die Sorte, also wir probieren nochmal. Muss auf jeden Fall was Gesundes sein. Der wird noch ausgeschlürft und dann geht's ab ins Bett. So, von welchen guten Nacht. Jetzt bin ich extra nochmal runter, weil der Miko gepostet hat, dass schon wieder ein neues Event ansteht im Pokémon Go. Also bist du mit deinem, pass auf hier, guck. Mit deinem Marie-Haus-Bändel bist du jetzt extra nochmal hier runter in die mückenverseuchte Donau-Landschaft. Das ist die Donau. Das ist der Sonnenuntergang an der Donau. Das ist Ole ohne Hose. So sieht das dann ungefähr aus. Und jetzt habe ich noch schnell ein Infovideo aufgenommen und mein Bier ausgetrunken. Und jetzt kann ich auch hoch. Und dann ist Feierabend, glaube ich. Und dann geht es morgen wieder weiter.